Hallo Welt, da sind wir wieder in Oberland Station. So sieht es bisher aus. Das Teil soll noch ein Dach bekommen und das Teil da natürlich auch. Und vielleicht schaffen wir es in dieser Folge, uns darum mal zu kümmern. Oh, das gefällt mir nicht, dass die Siedler hier so drinstehen. Aber das ist das Problem der Siedler. Wenn sie es mögen, so zu arbeiten, sollen sie ruhig. Die können, glaube ich, nur von einer Seite arbeiten, von anderen nicht so gut. Ja, es ist wieder etwas verzwickt hier alles. Aber mit ein bisschen gutem Willen, ich glaube sogar, dass wir sogar noch optisch ein bisschen mehr rausholen können. Mit ein bisschen gutem Willen sollten wir das jetzt hinbekommen. Sogar vielleicht eine Brücke nach da drüben zu schlagen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt Sinn macht. Dann müssten wir auch eine Treppe da drüben haben, die nach unten führt. Und dafür werden wir wohl nicht genug Platz haben an der Stelle. Es sei denn, wir machen die links runter. Hier so runter, schräg runter, hier. Ja, das könnte noch funktionieren. Oh ja, da gucken wir uns das doch mal an, wie wir da rüberkommen. Vielleicht als erstes jetzt sogar. Also, was wir da schon mal nehmen, auf jeden Fall diese Teile hier. Nein, diese Teile hier. Und zwar nehmen wir, ja, hier vorne kann ruhig Holz rein. Als weiteres nehmen wir gerne diese kaputten Teile hier so ein bisschen. Soll das alles hier so verwest schon aussehen. So. Aha, klappt ja bis hierher sogar. So also rein und dann wäre es schön, also wenn wir die Treppe jetzt hier runterbauen könnten. Und es passt sogar, das ist sogar super eng ein wenig, aber es passt. Erstaunlich, war eigentlich nicht so geplant, aber... ja, bis hierhin funktioniert's. Sehen wir doch mal zu, dass wir hier ein Dach drauf kriegen, ob das dann auch noch so gut funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Wir nehmen wieder ganz gerne hier die Stallstrukturdächer. Die sehen schon so ein bisschen ausgebleicht von der Sonne aus. Ach ja, da haben wir nur diese. Aha. Das wird nicht funktionieren, oder? Doch, das passt gerade, aber wenn wir das hier zuhaben wollen, wird es nicht mehr funktionieren. Deswegen müssen wir hier doch ein anderes Dach nehmen. Weil das müsste ja sogar dann etwas höher sein an dieser Stelle, sonst würde das mit der Treppe wieder nicht hinhauen. Schade. Ja, irgendwie glaube ich... wenn man da vorbeikommt, ist das doch okay. Dann könnten wir das doch nehmen. So, hier. Ja, dann bleibt es hier zwar offen. Ein Geländer kommt hier vielleicht noch dran. Irgendwie zaubern wir das schon dahin. Und auf dieser Seite... können wir das, denke ich, zubekommen? Na, ich denke schon. Und da das hier innen ist, können wir ja auch diese Stallstrukturteile mal nehmen. Mal sehen, wie wir damit hinkommen. Also optisch hätte ich nichts dagegen. Aha, ja, das hatte ich befürchtet. Das wäre natürlich schön, wenn das jetzt klappen würde. Da kommen wir unten dann mit der Treppe nicht klar, oder?
nicht so gut. Nanu, das geht. Aber nach außen haben wir hier keinen Platz mehr. Doch, hätten wir noch. Also schön. Och, schön ist es ja jetzt auch nicht gerade. Ach, aber man kann drunter hergehen und seitlich kommt man auch vorbei. Also ginge es ja schon. Ja, aber das sieht auch nicht aus. Da müsste man jetzt die Wände bis nach unten hinziehen hier. Und dann würde man schon nicht mehr vorbeikommen. Ach, das ist aber schade. Okay, Planänderung. Mir fällt da noch was anderes ein, wie wir das bauen könnten. Und dass man dann trotzdem nach unten kommt hier. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was ich da so im Sinne habe gerade. So, Feuerleiter. Ja, hier schauen wir noch mal, wie das wirkt von außen. Also für einen Optiktrick bin ich jetzt absolut zu haben an der Stelle. Optiktrick. Ja, ich denke, damit das nicht wirklich so... Na, würde ja schon passen. Aber damit das ein bisschen anders abgehobener aussieht, dachte ich, dass wir hier vielleicht so einen Turm hinsetzen, aber... Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher.
Denn manchmal ist weniger mehr, also irgendwie reicht das auch so. Wir können ja mal gucken, wie das mit einem Turm da aussieht. Also das ist jetzt rein nur optisch, also wirklich, der Turm wird ja keine Funktion erfüllen sonst, außer dass er aussieht. Also da kann man kein Bett extra reinstellen oder irgendwas. Das ist nur eben, damit das Dach nicht so dachig aussieht. Ja. Mit Fenster oder mit ohne Fenster? Hier mit ohne. Und auf der anderen Seite vielleicht nach außen hin mit Fenster. Wollen wir mal sehen. Nicht, dass das zu viel ist. Ich glaube fast, das ist zu viel an der Stelle. Och, ja, man könnte sich fragen, warum ist das Ding da rot? Dann müsste man unten da auch noch ein bisschen Rot reinbringen. Dann würde es vielleicht klappen, aber ich finde, das ist zu viel. Ja. Ja, ich... Naja. Ich finde, es ist so viel. Das ist zwar ganz nett, Abwechslung und so, aber nee, ich glaube, da kann ein normales Dach hin, das reicht. Ach, schon wieder so ein Sturm? Nee. Das kommt wieder weg. Schade. Können wir woanders mal bauen, sowas? Nicht getroffen? Nein, ganz klar. Der Turm kommt weg. Eine Terrasse oben rein, ja, das könnte ich mir vorstellen an der Stelle. Anders, also genau andersrum. Kein Turm nach oben, hoppla. Sondern hier einfach so ein Brett rein und dann, ja, so ein Grill oder sowas dahin. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt die roten Teile nehmen, finde ich. Die Stallstrukturen, da können wir auch diese hier nehmen. Wellblechteile. Ja, einmal gucken, wie das aussieht. Vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Aber doch, ich finde... Oh, das fällt ja eigentlich gar nicht so groß auf. Also ich finde, das lassen wir. Ja. Da hat man da auch noch eine kleine Fläche, da können sich die Leute auch noch hinsetzen und so. Doch, das ist ganz schön. Natürlich muss man sich das vorstellen, dann mit Geländern hier oben dran. Das passt. Gut, also kümmern wir uns weiter um dieses schrumpelige Bauteil da. Da muss ja doch noch so einiges passieren. Und auch da habe ich spontan eine schöne Idee. Was heißt, so spontan ist das gar nicht, hatte ich schon vor 2 Folgen.
eine Idee, wie wir das hier oben schön machen können, damit das doch ein bisschen nach Dach aussieht. Wenigstens von unten. Okay, vielleicht kümmern wir uns dann aber doch erstmal hier um. Und da bin ich gar nicht so sicher, ob das hier so überhaupt funktioniert. Von der Höhe her wäre es ja schon denkbar so. Mhm. Ah, Moment, wir müssen erstmal unten die Sachen setzen. Setzen wir die doch mal unten. Moment. Was nehmen wir? Ein Fenster oder kein Fenster? Ich dachte da unten rein. Oh, wir haben schon so viele Fenster auf der Seite, da braucht kein Fenster rein. So, zack. Komm schon. So, also. Dach. Aha. Na gut, hier muss man ja nicht runter und auch nicht unbedingt runter gucken, obwohl zu sollte das Ganze vielleicht dann doch noch sein an dieser Stelle. Also nehmen wir... Oh, Moment. Die Lagerhausstruktur natürlich. Ja, ich dachte, dass wir das so bauen. Leider wieder so hoch, weil man sonst nicht drunter herkommt. Aber das sollte doch so gehen. Na gut, das ist natürlich dann hier ein wenig unglücklich. Oh, da können wir nicht mehr viel machen. Nee. Na gut, das ist dann auf dieser Seite ein bisschen offen alles. Wie gesagt, da kann man nicht sehr viel tricksen mehr. Da fehlen Bauteile einfach. Hier oben so ein halb abgerissenes Teil wäre nicht schlecht, dass man das hier noch in die Ecke reinsetzen könnte. Aber soweit, okay. Soweit. Mal gucken, wie das aussieht. Nicht sehr schön. Da fehlt ja ein Stück. Haben wir das nicht eingesetzt vorhin? Hm. So. Nee, ich glaube, das da oben gefällt mir nicht mit diesem Turm. Mit diesem Ausstieg da oben. Eigentlich schon mit der Schräge. Das gefällt mir sogar ziemlich gut. Dann müssten wir das tatsächlich noch sehr viel höher bauen.
Ja gut, das schauen wir uns in der nächsten Folge doch nochmal an. So gefällt mir das, wie gesagt, nicht so ganz gut, dass das offen ist nach hinten hin. Da müsste doch eine Tür oder sowas rein. Diese Folge ist allerdings vorbei. Ich bedanke mich aber noch in dieser Folge ganz herzlich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Müssen wir wirklich aufstehen? Nur kurz, wir legen uns gleich wieder hin. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.